Herzlich willkommen in Teil 2. Zu Gast Patricia Stanik. Profiling. Was ist Profiling? Was tut Profiling? Patricia Stanik nimmt uns mit auf eine Reise und klärt in ihrer Sprache, was Profiling alles bedeutet. Körpersprache, Mimik. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, herzlich willkommen bei Teil 2. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen vertieft in die Materie reingehen. Und wir werden jetzt ein bisschen über das Thema Profiling reden. Für jeden Menschen ist Profiling natürlich ein Begriff. Das ist die Körpersprache, die Mimik. Aber was alles noch mit Profiling zu tun hat, wer kann das besser erklären als der Patricia selber? Warum soll ich das tun? Da komme ich gar nicht dazu. Weil wenn ich anfange zu erzählen, dann verhaspele ich mich und da habe ich eigentlich keine Lust dazu. Und ich habe den besten Profiler, den man sich wünschen kann. Jetzt stelle ich auch gleich die Frage, Patricia, ist es jetzt Profilerin oder Profiler? Was hast du? Profiler, es kommt aus dem Englischen und ist Profiler. Aber es wird natürlich gerne das In dran gehangen. Bei mir steht aber in meinen Unterlagen Profiler und Kriminologin, weil da ist es wieder der deutsche Begriff. Und Profiler klingt einfach viel cooler, finde ich, als Profilerin. Jetzt. Also ich weiß auch schon, dass ich eine Frau bin und dort, wo es angebracht ist, die Berufsbezeichnungen weiblich zu lassen, dort lasse ich es auch selbstverständlich, aber Profiler kommt nun mal aus dem Englischen. Also, ich bin ja grundsätzlich, das habe ich euch immer wieder gesagt, ich bin der Mensch, der immer das sagt, was er denkt, und für mich gibt es weder noch der, die das dem, ne? Als Holländer ist es sowieso die deutsche Grammatik in Krawalltour für mich. Liebe Patricia, dein Beruf Profiler, man sagt immer der Aufhänger bei dir, sagt man immer Criminal Minds, Lie to Me und also das kennst du alles. Brauche ich jetzt auch nicht wiederholen. Kannst du Ihnen ein paar Sätze erzählen, wenn ein Mensch noch nicht genau weiß, was Profiling ist, was man damit machen kann und wo du das überhaupt alles einsetzen kannst, die Profiling? Weil das ist nicht nur im Strafrechtlichen, nicht nur, sondern man kann es auch im Beruf, man kann es ins tägliche Leben einsetzen. Ja, gerne. Grundsätzlich kommt das Profiling aus dem Amerikanischen, da erzählen schon manche Serien die Wahrheit, denn es ist in Amerika entstanden, auch über Distant Profiling, wo man schon früher Politiker oder auch Feldherren über Distanz-Distant Profiling analysiert hat, um sie dann letztendlich auch in ihrem Verhalten zu berechnen. Dann hat über CSI, Criminal Minds und so weiter, diese amerikanischen Serien, das Bild des Profilers so quasi die Öffentlichkeit erreicht, und man muss es schon ein bisschen differenzieren. Denn es gibt in Europa, da sprechen wir jetzt nur über den über DAC, also über Deutschland, Österreich und Schweiz, gibt es den Criminal Profiler, den Kriminalprofiler, der im Grunde genommen Kriminalpsychologe ist. Und dann gibt es da noch eine Methode, die heißt operative Fallanalyse. Die operative Fallanalyse wird herangezogen, wenn eine Person vermisst ist, wenn irgendwo eine Serientat passiert. Das ist nicht die Aufgabe des Verhaltensprofilers. Aber du bist auch nicht der Profiler, dass die Leute darauf verstehen, du gehst nicht, wie es viele denken, du gehst nicht an den Tatort, sondern du bist derjenige, der in Anführungsstrichen mit den Lebendigen sprichst und analysierst. Genau. Nur muss man bei mir bedenken, ich bin ja auch Kriminologe. Und als Kriminologe komme ich dann natürlich schon an den Tatort, wenn ich dazugeholt werde. Wenn ich eingeladen werde, weil ich arbeite ja nicht bei der Polizei, sondern auch für die Polizei, wenn man mein Know-how braucht, dann kann man dieses Know-how dazu buchen. Und dann komme ich entweder als Profiler oder als Kriminologe. Wenn ich als Profiler komme, gibt es dort noch einen lebenden Menschen, der zu analysieren ist. Da ist es meistens meine Aufgabe, also die Wahrheit herauszufinden. Komme ich als Kriminologe, kann es schon sein, dass ich dort ein Täterprofil, ein kriminologisches, erstelle. Und dann gibt es nochmal dazu die operative Fallanalyse, die ich zwar im Zuge meines Studiums auch gelernt habe, die ich aber nicht ausführe. Ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten und bleib bei den Themen, in denen du stark bist und die dich auch was angehen. Also ich schmücke mich nicht mit fremden Federn. Mein Profiling ist die Analyse des Verhaltens
des lebenden Menschen. Ja, der Tote zeigt auch ein Verhalten. Verhalten ist alles, was ein Toter nimmer mehr kann. Ja? So kann man es ganz einfach erklären. Ja, der Tote kommuniziert dir zwar, ich bin tot, das kann er doch kommunizieren. Und wenn ich mir jetzt überlege, was ist jetzt menschliches Verhalten, das ist genau alles, was die Leiche einfach nicht mehr hinkriegt. Ja. Ja. All das ist dann analysierbar. Das heißt, ich analysiere als Profiler deine Mimik, ich analysiere deine Gestik, ich analysiere deine ganze Körpersprache, deine Haltung, deinen Stand, deinen Gang, was deine Beine machen. Ich analysiere dein Stressverhalten, ich analysiere dein Entspannungsverhalten. Bitte? Bin ich jetzt gestresst? Nein, es wirkt halbwegs entspannt. Mensch, ich habe es so versucht. Leute, verzeih mir, ich wollte es uns. Ist ganz gut gelungen, ein bisschen Spaß muss sein. Ja? Ein bisschen Spaß gehört überall dazu. Ja, und natürlich das Stressverhalten des Menschen, das Sichtbare. Wir testen das oft auch aus mit dem Lügendetektor oder Biofeedback-Gerät und dann schauen wir, was kann der und was kann ich. Und im Grunde genommen kann er in einem bestimmten Bezug das Gleiche. Er kann den Stress von einem Menschen sichtbar über die Messung machen und ich kann gleichzeitig diesen Stress eben sehen beim Mensch, wenn der Mensch unter Stress gerät. Was mich bei dir fasziniert hat, und zwar, ja, du hattest eine Sendung und da hattest du, sag ich mal, für andere Leute aus dem Rotlichtmilieu, hattest du jemanden zu Gast, den hast du analysiert und du hast du gleich schon in den zweiten Satz, hast du den Schuldeschrank gewiesen, dass er gar nicht wusste, wo er hingucken soll. Das fand ich eigentlich, wenn du so etwas hinbekommst, schon gleich schon beim zweiten oder dritten Satz, wie gehst du weiter an den Fall ran, wo er eigentlich schon zu kennen geben kannst, also wie kannst du eigentlich nichts, weil du denkst, du kannst über mich bestimmen. Du hast ihn völlig in der Tasche gehabt. Schau mal, der Punkt ist, man muss jetzt mal unterscheiden von einer tatsächlichen Vernehmung und von dieser Vernehmung, die hier in diesem Raum passiert ist, an diesem Tisch. Die ist nicht geskriptet, die ist auch nicht gestellt, nur der Kontext ist ein vollkommen anderer. Es geht im Grunde genommen für den Herrn, der da bei mir war, für den geht es hier um nichts. Ich analysiere keine Straftat oder ich muss auch nicht die Wahrheit rausfinden. Es ging hier einfach um ein Gespräch, das unter dem Aufhänger, Modus operandi, so quasi Vernehmung hier war, aber es war nicht gestellt. Und worum es mir ging, ist, dass in diesen Videos, die ich da gemacht habe, die Menschen die Emotionen sehen oder Reaktionen sehen. Ja? Das hat er bei ihm erreicht. Ja, vor allen Dingen, weil ich es auch gleich gemacht habe mit einem Überraschungsangriff, weil der Herr, der hier war, ist sowas wie ein Fan von mir. Mhm. Ja? Immer dort, wo ich eine öffentliche Veranstaltung hatte, eine Buchpräsentation, war er im Publikum. Ja? Und war ganz begeistert von den Büchern und was er davon gehört hat. Und der Punkt ist, also, dass er einen Tag vor diesem Dreh noch im Gefängnis gesessen ist und erst am Tag des Drehs entlassen wurde. Und ich kannte ihn eben auch über Facebook, weil er mich über Facebook geedet hat und eben Gast auf mancher Buch oder bei mancher Buchpräsentation war und schrieb ihn dann an, sagte, ich mache eine Sendung, wo ich so quasi ein Verhör mache zur Person, möchtest du kommen? Er sagt, ja, bin sofort bei dir. Und so war das da. An dem Tag war auch noch der Ministerialrat Dr. Ernst Geiger hier, ja, den er schon von der Kripo kannte, der etliche Male vernommen hat. Geiger hatte vor ihm das Gespräch mit mir, also war auch in Modus Operandi Gast und somit musste ich ihn einfach überraschen, damit ich Emotionen kriege. Und was ich den Leuten eben beweisen wollte, ist, dass ganz viel zu sehen ist, auch wenn jemand eine Brille auf hat. Weil er hatte ja die Sonnenbrille auf. Ja, hatte die Sonnenbrille auf und ich wollte mit den Leuten zeigen, hey, ihr seht auch viel, wenn jemand Brille trägt. Ja? Aber ist normalerweise bei einem normalen wirklichen Verhör ist so etwas nicht möglich. Nein, da muss es runter. Da muss er, glaube ich, sich vor allem. Das, was ich jetzt auch zu meiner Zuseher sagen will, wir sitzen jetzt, das wusste ich auch nicht, das sage ich jetzt auch, wir sitzen jetzt in einem Verhörraum mit einem Holzstiss. Gibt es normalerweise beim Verhör nicht. Warum gibt es beim Verhör keinen Holzstiss? Die Verhörräume darf man sich nicht so vorstellen, wie man sie in einschlägigen Fernsehsendungen sieht. Ja? Also es gibt auch keine Verhörlampe, wo man jetzt jemand anderen blendet. Zumindest habe ich es in vielen Jahren in meiner Arbeit noch nicht gesehen. Meistens finden die Verhöre in irgendwelchen Büros oder auch Meetingräumen statt. Ich war auch schon bei Verhören, da ist es am Küchentisch so quasi passiert oder in einer großen Küchenecke. Also es wird das genommen, was da ist. Es wird bestimmt auch Verhörräume mit einem Tisch geben, aber
die Geschichte dieses Tisches ist die, wir wollten einfach mal so ein bisschen Verhörszenario haben, wie es im Fernsehen ist, und deshalb haben wir geschaut, wo wir so einen Tisch herbekommen, und den hat mir dann ein Journalist geschenkt. Verhör. Einvernahme heißt es richtig. Einvernahme. Einvernahmen? Ja, vernehmen. Jetzt bringst du mir aus dem Takt. Nein, das ist passend. Das musst du aushalten. Ja, das wird ja. Ich habe schon einiges einstecken müssen, aber ich finde das mega cool. Hast du, wenn du jetzt sagst, zum Verhör gehst, hast du da irgendwie eine Taktik, die du zurechtlegst? Oder hast du bekommst eine Akte, Akteeinsicht. Ich hoffe, dass ich alles richtig ausdrucke. Die bestudierst du und dann gehst du natürlich in den Vernehmungsraum und dann hast du dann eine Taktik, die du grundsätzlich anwendest, oder ist das variierend an denjenigen, die dir gegenüber sitzen? Das ist variierend, aber es kann auch sein, dass ich die komplette Planung habe. Das heißt, ich arbeite ja nicht bei der Polizei, das habe ich ja schon erwähnt, und deshalb wird meine Rolle dort bestimmt, die bestimme ich nicht selber. Entweder wird die Rolle bestimmt von dort, dass ich als Profiler da bin oder als Kriminologe da bin, und dann ist genau definiert, was meine Arbeit ist. Wenn es heißt, Frau Staniek, Sie führen das jetzt, na dann führe ich. Wenn ich Akteneinsicht bekommen kann, dann ist das natürlich hilfreich, weil dann mache ich ein Distant Profiling und dann schaue ich mal, wen habe ich da vor mir, was weiß ich, was habe ich für biografische Daten und so weiter, dann habe ich einen ganzen Fall von mir. Das ist nicht immer so. Manchmal komme ich einfach hin und dann heißt, den hatten wir schon mehrere Stunden und heute ist er wieder, machen Sie doch mal. Dann weiß ich überhaupt nichts, dann weiß ich nur, worum es geht in kurzen, knappen Zügen. Und dann gehe ich mit all meinem Wissen und mit meiner Intuition in die Situation hinein. Aber ja, natürlich plane ich manchmal eine Strategie oder sogar mehrere Strategien, Alternativstrategien. Wenn das eine nicht funktioniert, dann das andere. Wobei da mein Ansatz ist, mit Menschen zu kooperieren und auch Vertrauen aufzubauen und auch dieses Vertrauen zu diesen Menschen nicht zu brechen. Wenn ich etwas verspreche, dann muss ich sicher sein, dass ich das auch halten kann, dass ich das schon mit den jeweiligen Polizeieinheiten besprochen habe. Ansonsten würde ich mich auf keine Versprechen einlassen, die ich nicht halte. Denn egal, ob das der Mensch jetzt ein Tatverdächtiger ist oder das bleibt er ja, solange es nicht geklärt ist, oder ich schon weiß, dass er tatsächlich ein Täter ist, hat er dennoch das Recht, anständig behandelt zu werden. Natürlich kann ich strategisch agieren, und wenn die Person mir vertraut, dann wird er sich mir schneller öffnen, als wenn er mir misstraut. Ja, das ist richtig. Also mir geht es eigentlich grundsätzlich auch so, was mir auch bei dir ganz wichtig wäre, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme, erzähle ich gerne mit meiner Frau über das, was ich erlebt habe. Dein besten Freund, dein besten Partner, dein Mann, kennt dich natürlich in- und auswendig. Ja. Sprichst du mit deinem Mann auch über gewisse Vorfälle auf der Arbeit? Oder ist es wirklich bei dir strikt Beruf und Privat getrennt? Oder fragst du nicht nach Rat, wenn du sagst, du kommst nicht weiter, oder gibt es bei dir das nicht? Das ist ganz unterschiedlich. Mein Mann ist ja ins Unternehmen involviert, also der CFO, und für alles, was Finanzen betrifft, zuständig. Aber er ist auch im Seminarbereich mit mir unterwegs und unterstützt mich da natürlich. Es gibt natürlich Bereiche aus der Kriminologie oder im Profiling, wo er nicht dabei ist. Ich habe meine eigenen Methoden für meine Psychohygiene, und mir ist es ganz einfach wichtig, dass ich diese doch sehr negativen Themen, mit denen ich zu tun habe, von zu Hause rauslasse. Und da habe ich ein Ritual. Es gibt also einen kleinen Ort vor meinem Heimatort, wo ich wohne. Ab diesem beginne ich mal so mit der Tagesreflexion, wenn ich nach Hause fahre. Da überlege ich, was habe ich heute gut gemacht, was hätte ich können besser machen und. Da überlege ich mir das. Das ist schon mal der erste Ansatz, die Dinge gehen zu lassen. Das mache ich mit mir aus. Ich brauche da nicht groß jemanden, um damit zu reflektieren. Und dann stehe ich vor meiner Haustür, und da gibt es eine Fußmatte, und auf der streife ich mir die Füße ab, auch wenn die Schuhe nicht dreckig sind. Und richtig, das ist einfach so ein Ritual. Stimmt. Alles, was ich bisher mitgenommen habe, lasse ich jetzt draußen. Und es gibt Bereiche im Haus, und das ist mein Büro oder das Büro meines Mannes, wir haben auch ein Homeoffice, ich im Erdgeschoss, er im ersten Stock oben. Solche beruflichen Dinge werden in den, oben. Ja, er ist oben drüber. Achso, warum?
was sich von den Räumen so ergeben hat. Früher hatte unser Sohn die Einliegerwohnung, also wir haben so ein Pulthaus, ein großes, und unser Sohn hatte oben extra ein Kinderzimmer, sein eigenes Bad und sein eigenes Schlafzimmer. Und der ist ja schon lange ausgezogen und aus diesem Grund war da früher mal meine Bibliothek drin, in diesem Raum. Und in meinem Büro war kein Platz für meinen Mann, deshalb ist er dann in die Bibliothek gezogen, hat sich dann dort das Büro eingerichtet. Und das ehemalige Schlafzimmer von meinem Sohn ist jetzt so quasi mein Garderobenraum. Ja? Und mein Büro war immer schon unten, von Anfang an, als wir das Haus gebaut haben. Und er ist jetzt oben drüber. Das habe ich doch eigentlich, ja. Ich muss jetzt schmunzeln. Ja? Ich habe jetzt eigentlich die perfekte Überleitung. Deswegen habe ich ja gefragt. Sie hat ja auch noch ein zweites Buch geschrieben. Ja. Mein Wille geschehen. Ganz einfach. Sie bestimmt, ich bin unten, mein Mann ist oben. Mein Wille geschehen. Nein, Spaß beiseite. Deswegen musste ich so schmunzen. Leute, ehrlich, und das meine ich ganz ernst. Fang es an zu lesen, kauf es, reservier es, ist egal wie. Dieses Buch bekommt man sehr vieles, auch Einblick in das Leben von dir, weil ich glaube, dieses Buch spiegelt dich so wahnsinnig, dass du eigentlich sehr vieles von dir lernen kannst, sowohl privat als beruflich. Mein Wille geschehen, Machtmanipulation findet täglich statt, egal wo du guckst, egal was du machst. Liebe Patricia, dieses Buch, ich bin bis zur Hälfte gekommen, ich habe mir selbst versprochen, ich lese es zu Ende, weil es einfach so faszinierend ist, aber die Zeit war leider zu kurz. Du hast natürlich einen Ansatz bekommen, warum du so ein Buch geschrieben hast. Mein Wille geschrieben, Macht und Manipulation. Was hat dir der Anstoß gegeben, dieses Buch zu schreiben? Und was ist die Beweggründe, den Titel so zu nennen, Mein Wille geschrieben, Macht und Manipulation? Wie bist du dazu gekommen? Also das ist für mich wichtig. Also die Wahrheit dahinter, die ist gar nicht so spektakulär. Im Grunde genommen kam ein Buchverlag auf mich zu, der Goldeck Verlag, und hat gesagt, Staniek, wir wollen dich haben. Schreibe ein Buch und denkt man, dämmt, was schreibe ich denn jetzt? Ja? Profiling habe ich schon geschrieben, was soll ich jetzt schreiben? Und bei uns im Haus gibt es so eine Treppe, so leicht gewendelt, sage ich immer, nach oben. Und da gibt es eine Ecke, wo du in den Garten, das ist alles Glas, und du siehst in den Garten runter. Und da saß ich und überlegte, was soll ich schreiben, was soll ich schreiben, was könnte die Menschen interessieren. Und irgendwie kriege ich so im Radio mit, dass jemand einen Fall erzählt, wie er einer Machtperson ausgesetzt war. Und in dem Moment war so ein Flash da. Das war bei allen drei Büchern so, ja, dass plötzlich irgendwie so ein Fall gekommen ist und ich denke mir, ja, das ist es. Das ist es definitiv, denn mit Macht und Manipulation haben wir ständig zu tun. Menschen manipulieren, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Sie beeinflussen, sie steuern, sie manipulieren, sie spielen Macht aus, es geht bis zu Gaslighting hin. Das ist es, ja. Und ja, ich hätte, mein erster Gedanke war, ich verkleide mich als Nonne für den Cover, ja, mache da so ein Kreuz drüber und sage, nein, mein Wille geschehe. Aber da wäre ich zu provokativ gewesen und da hat mich gleich mein Mann zurückgepfiffen, inklusive des Buchverlages, ja. Und dann war das mit dem Buchcover so, dass zuerst nur meine Augen drauf waren, ja. Und dann sah das aus, als würde ich aus einem Schlitz herausschauen. Und deshalb haben wir dann das Fadenkreuz drüber gelegt, dass es nicht so ausschaut. Ja? Und dann war es aber eigentlich das, was ich wollte. Also der Cover ist so quasi von mir designt, das sind auch meine Augen. Beide Cover sind von mir designt, der erste und der zweite. Und das ist tatsächlich auch mein Stil, rot, schwarz, ja, weiß, das liebe ich. Das ist bei jedem Farben, ja, egal wo du guckst. Ja, sich durch, auch von der Kleidung her, rot, schwarz, Homepage, weiß, alles, ja, ja. Ich kenne keine anderen Farben. Für die Homepage habe ich mich mal in Creme geworfen. Ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich mal richtig bunt und mache es auf beige. Aber ansonsten gibt es da nicht. Ich fühle mich einfach wohl in diesen Farben. Und als ich mit meinem Mann im Urlaub war, wir waren fast 4 Wochen weg, machte ich meinen Koffer neben seinen auf. Meiner ist natürlich dreifach so groß. Und er sah hinein und sagt, warum brauchst du so viele Sachen mit? Es ist ja alles schwarz, da hätte es vollkommen gereicht, wenn du 3 Stück mit hast. Ja? Aber ich bin dann nachher noch mit einem zweiten kleineren Koffer nach Hause gefahren, wo wieder schwarze Sachen drin waren. Also, ja, das bin halt einfach ich. Ja? Also ich muss ganz sagen, also dieses Buch, Entschuldigung, fasziniert mich. Und ich glaube, das sollte jeder, weil wir haben das gerade schon gesagt, Macht und Manipulation.
ist Tagesordnung. Ja. Das ist egal, wo du guckst, egal, was du machst. Es werden auch sehr viele Szenarien beschrieben in dieses Buch. Was ist für dich eine der wichtigsten Szenarien aus diesem Buch, wo du an die Leute mitgeben kannst, damit man sagen kann, dieses Buch sollte, natürlich ist auch Werbung in eigene Sache, aber ich finde es jetzt nicht gerade unbedingt Werbung für dich, sondern im Prinzip allgemein das Thema. Was ist einen Passus aus diesem Buch, wo du sagen kannst, Leute, lest das mal durch und vielleicht kannst du selbst was damit anfangen. Also mir geht es vor allem darum, dass die Menschen merken, dass sie sich nicht über den Tisch ziehen lassen müssen. Dass sie die Aufmerksamkeit haben, dass sie so ein bisschen Profiler sind und sagen, ich schaue bewusst hin, ich höre bewusst hin. Ich sage absichtlich hinhören statt zuhören. Mhm. Denn zuhören hat was mit zumachen zu tun. Wenn ich sage hinhören, merkst du gleich, da gehe ich auch gleich mit dem Ohr so hin. Nämlich tatsächlich beim Menschen zu sein, wenn dieser Mensch mit mir spricht. In der Aufmerksamkeit dort zu sein. Mhm. Wenn ich aufmerksam bin, wenn ich beobachte, wenn ich auch mein Gefühl dabei zulasse. Das Bauchgefühl sagt oft, hier stimmt etwas nicht. Und man ignoriert es und geht ganz einfach drüber. Aber wenn ich aufmerksam bin, wenn ich beobachte, gleichzeitig dabei souverän und entspannt bin, dann kriege ich mit, was hier läuft. Denn immer, wenn der Körper im Souverän ist oder souverän ist und entspannt ist, dann kriegt er wesentlich mehr mit. Wenn du aus der Entspannung rauskommst, wenn du plötzlich im Stress bist, dann gerät dein Fokus ins Schwanken. Dann stellst du plötzlich auf Streulinse um und weißt überhaupt nicht mehr, was hier rennt oder was ist zu tun. Und darum sage ich den Menschen immer, ihr müsst nicht gleich antworten. Ihr müsst auch nicht attackieren. Wenn du jetzt eine Attacke oder eine Manipulation oder ein Machtspiel kriegst, lehn dich zuerst mal zurück und nipp an deinem Cappuccino und überlege in aller Seelenruhe, was du jetzt machst. Das kann niemand sagen, du musst in der Sekunde reagieren. Und wenn das in einem Meeting oder passiert, muss ich auch nicht gleich reagieren. Ich kann doch kurz mal zur Toilette gehen oder ich kann sagen, lieber Herr, danke, dass Sie mir das gesagt haben, ich rufe Sie nächste Woche an und sage Ihnen, was ich dazu zu sagen habe. Ich muss nicht spontan was raushauen, sondern ich darf denken und dann antworten. Also ich finde es persönlich ganz wichtig für alle, die zuschauen, mein Wille geschehen. Mein Wille geschieht, dass wir gleich ins nächste Teil kommen, wo es dann sehr ernst wird. Aber ich glaube, im Grunde genommen, die Bücher kann man sich überall holen. Man soll es sich anschauen. Ich habe gesehen, auf Amazon kann man sie auch bestellen. Die meisten sind bei Amazon. Werbung, okay. Nein. Grundsätzlich kann es jeder empfehlen, der Interesse daran hat, dieses zu machen. Und ich freue mich jetzt in das nächste Teil. Und da wird es ein bisschen tiefer, ein bisschen ernster. Und ich freue mich, mit dir darüber zu reden. Bis gleich in Teil 3. Da wird es spannend, emotional. Bis gleich.